So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Survivors. Ich habe hier noch spontan eine Base-Besichtigung-Anfrage bekommen und die nehmen wir doch gleich mal noch hier auf jeden Fall wahr. Ich würde sagen, ich begrüße hier mal die Burning Fox 1951. Burning Fox, sag mal hallo. Hallo. Wie geht's dir? Na, super. Das ist doch schön, das freut mich, dass dir gut geht. Ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, also noch mal ein dickes Dankeschön an die letzten Leute, die hier auf dem Kanal ein Follow dagelassen haben. Ihr seid auf jeden Fall Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Finde ich geil, motiviert mich. Und ich schaue noch kurz, ob ich hier alles richtig eingestellt habe, aber das sollte eigentlich alles perfekt sein. Ich befinde mich jetzt gerade auf Extension. Auf dem Planaria-Server heißt der bei uns, Planaria. Und ja, wie ihr das sehen könnt, bin ich hier gerade noch an der Admin-Base. Früher war der Server mal offen, da stehen halt noch die Regeln. Mittlerweile ist er halt zu, das heißt, der Server ist halt nur zugänglich für die, die supportet haben, für den Cluster. Aber das ist halt eben dann der Vorteil, den ihr halt habt. Ihr könnt halt dann auf dem Server bauen, ohne dass die Strukturen zerfallen. Gerade was jetzt eben die Lehmstrukturen betreffen oder halt die Stein- und Holzstrukturen, die halt relativ schnell zerfallen auf dem öffentlichen Server. Und ja, Burning Fox, ich wollte dich mal fragen, also wie lange spielst du eigentlich schon ARK? Circa 4 Jahre. 4 Jahre, okay, das ist ja auch schon eine Menge Zeit, nur auf Konsole oder auch auf PC? Konsole. Nur Konsole, okay, also PS4 nehme ich jetzt mal an, Ja. hä? Coole Sache. Dann wollte ich dich noch fragen, von wo bist du, wie alt bist du? Ich bin aus dem Raum Frankfurt, Darmstadt. Und Cool. ich werde jetzt 70 Jahre alt. Also, die Jüngste hier bei uns auf dem Server-Cluster auf jeden Fall, ne? 70 Jahre. Ne? Wann wirst du 70? Vielleicht, dass wir es noch... Silvester. Silvester, okay, cool. Ja. Also, schönen Runden dann, ne? Ja. Freuen wir uns, ja. Du weißt ja, bei uns auf dem Server, die Geburtstag haben, die bei uns supportet haben, kriegen ja auch immer ein Geschenk dann. Du darfst dir dann Oh. auch ein cooles Geschenk noch aussuchen. Und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal Burning Fox besuchen. Auf jeden Fall. Weil sie hat ja hier auf Extension was Cooles hingezaubert, hat mich gefragt, ob ich heute noch kurz vorbeikommen könnte, so auf spontan, montan. Und das mache ich jetzt natürlich auch. Dein Tribe heißt ja Elfi, ne? Ja. Das heißt, du hast den TP auch so angeschrieben, nehme ich jetzt mal. Richtig. Dann schauen wir mal bei Elfi vorbei. Aha, jetzt zeigt es mir den TP an. Cool, gehe ich mal kurz hier. Abcheckern. Bin ein bisschen nervös, weil ich nicht weiß, was mich so hier erwartet. Auf jeden Fall, aber wir werden es ja gleich sehen. Oldschool. Ja, ich denke, wie gesagt, so. Oh, okay, cool. Ja, sagen wir erstmal Hallo. Guten Hi, Tag. hallo. Cool. Ja, dann freut mich, dass du mich eingeladen hast auf jeden Fall. Und du darfst mich gerne mal ein bisschen durch die Base führen. Moment kurz, ich habe es hier ein bisschen verkackt. Ey, moin Stevie, wie geht's dir? Cool, dass du noch kurz im Stissel bist hier. Geile Socke. Wie geht's dir, Stevie? Alles fit? Du bist krankgeschrieben, Stevie. Oh, was hast du denn? Hast du Grippe oder ist es mehr so körperlich? Oder sind es die Steuern? Ich muss kurz ihn fragen. Stevie ist ja auch ein ehemaliger Spieler, der bei uns auf dem Cluster zockt. Ist ja nicht so aktiv momentan, hat eine Pause gehabt, aber ich denke mal, der kommt auch wieder. Rechte Handgelenkbänder überdehnt mit Kapsel. Was? Kapselriss. Oh shit, das klingt auf jeden Fall. Ja, das klingt aua. Aua, aua, aua. Scheiße. Da bist du natürlich entschuldigt, ne? Also,
Handgelenk, dann wird es mit Zocken wahrscheinlich auch nicht so, ne? Später Party, gerne Stevie, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kannst du kommen. Ja, du kannst doch noch kurz im Livestream bleiben. Ich bin jetzt gerade noch die Base hier am Abcheckern von Burning Fox. Wenn du Zeit hast, du kannst gerne noch kurz am Schluss deine Bewertung abgeben, weil du bist gerade der Einzige, der da ist. Es kommt später eh alles auf YouTube, wo die Leute noch mal unten kommentieren können. Aber wäre geil, wenn du noch ein bisschen bleibst. Auf jeden Fall. Wir warten noch ein bisschen kurz, weil es kommen noch vielleicht ein paar mehrere Leute rein. Ja, Stevie, gerne, gerne. Ja, klar. Machen wir auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Leute, die es dann halt verpasst haben, Leute, ihr könnt einfach auf YouTube dann, ne? Und unten Kommentar abgeben, es wäre Ehrensache. Ne? Also ihr könnt auch die anderen Basen, die ich bis jetzt schon gesehen habe, mal anschauen. Ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade die letzte Base, die wir hatten, das war die nee, die vorletzte. Die vorletzte Base. Das war die mit dem Fußballfeld. Die war auch richtig geil, muss ich sagen. Ne? Und dann natürlich die vorvorletzte. Der Mann mit der Disco-Kugel war auch geil. Wobei die letzte jetzt von Drunken Soul und Drunken Cat fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Gut, Burning Fox, ich würde sagen, wir starten jetzt mal ab, oder? Ja. Dann würde ich Okay. sagen, ich überlasse dir das Wort. Du darfst mich durch die Base führen. Und ja, Okay. Leute, ihr könnt ruhig sagen, wie, was, wo, pipapo. Am Schluss, wenn's, könnt eine Note da lassen. 10 von 10 ist das Beste. Auf jeden Fall. Und ja, wir wollen mal schauen. Auf jeden Fall. Dann komm mal mit. Okay, ich komme mal mit dir. Wir fangen im Wohnzimmer an. So. Wohnzimmer, okay, da gehen wir mal ins Ja. Wohnzimmer. Schön. Bitteschön. Natürlich schaue ich mir dann das alles noch von außen an. So, Wow, das ist wow, wow, mein okay. kleines Wohnzimmer, ne? Sehr klein, aber fein. Sehr klein, aber Und wir fein. können mal einen Horrorfilm gucken, ne? Die Erde brennt. Hinsetzen. Wow, cool. Muss ich mal auch mal kurz abcheckern. Hey, nice, nice, nice. Ja, Ja, gefällt ne? mir auf jeden Fall. Also, ist auch sehr klein, aber fein. Coole Idee, habe ich jetzt so noch nicht gesehen mit dem Grill und der Karte hinten ran. Cool. Okay. Das hier ist mein PC-Platz, ne? Jawohl. Sehr nice, Und gefällt mir. hier ist das Schlafzimmer. Oh, okay. Auch klein. Klein, aber das mit den Pflanzen war wahrscheinlich so ein bisschen Absicht, ne? Was du jetzt hier gemacht Richtig. hast. Ja, Ja, das, cool. ich liebe das. Dann kommen wir jetzt in Küche und Werkstatt. Wo bist du? Habe ich dich Moment, verloren in dem ich muss immer noch Riesenhaus? kurz ein bisschen den Live-Chat verfolgen, weißt du? Ich bin nicht so schnell. Ich Okay. muss hier Ah ja. zwei Sachen machen. Ah, hier hast du noch einen Spiegel. Sehr schön. Okay, jo, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Ja, also das ist die kleine Küche und die Werkstatt. Küche, Werkstatt. Ja, und Sehr alles schlicht. funktioniert. Sehr schlicht gehalten. Das Dach finde ich crazy. Ja. Sehr geil gemacht. Ist jetzt nicht komplett Danke. rund gebaut, aber ist schon. Ja, ist schon cool. Finde ich schon cool. Oder Ja, was ich meint habe. ihr so, Leute? Mulex! Unterstrich XA! Was geht? Alles fit bei dir? Ja, Bulex, auf jeden Fall. Wie gesagt, du kannst auch kurz am Schluss deine Note noch abgeben. 10 von 10 ist das Beste und dann geht's halt runter. Ich habe ja mehrere Base-Besichtigungen gemacht. Auf YouTube, Deluxe Twitch YouTube-Kanal. Einfach dann nachschauen, die anderen Basen. Du kannst auch unten noch einen Kommentar hinschreiben, was dir so gefällt, was dir nicht so gefällt. Da freut es auch die anderen Leute, die bei uns auf dem Cluster zocken. Ne? Geile Socke bist du am Schlüssel hier. Mir geht's auch gut, auf jeden Fall. Ja, mach noch kurz, hier bin ich eingeladen worden, kurz spontan eine kleine Base-Besichtigung zu machen bei der Burning Fox. So, wir lassen es mal weiter knattern, ne? Ja, dann komm mal mit, bitte. Ja, ich bin hinter dir. Da Okay, hier raus. geht's dann raus, okay. Ja.
Hier habe ich oh, die das sieht auch Schmelze schon. eingebaut. Okay. Sehr, sehr, sehr cool gemacht. Okay, schön versteckt, dass man es nicht so sieht, ne? Den Ja, hier Klotz. um die Ecke habe ich noch eine kleine Schmelze, weil wenn du Benzin in der großen Schmelze machst und vergisst es auszuschalten, dann Für wird die es Produktion, verbraucht. dass es weitergeht. Ja, coole Sache, coole Ja, Sache, und coole da Sache. drin eben nicht, ne? Die verbraucht kein Benzin. Okay, dann Und lass mal jetzt weiter kommen abchecken. wir ins Lager. Jawohl. Also Lager mit dem Repli sehe ich Ja, jetzt hier, ne? So ein bisschen. das ist nur Lager und Repli. Und es wird Okay, alles dann noch hier noch der neue, vollgestellt. die neue Brutstation, ne? Von Gen 2 am Ja, Schlüssel. Cool, cool, cool. richtig. Also, Ne? find's bis jetzt cool gemacht. Das ist mit Glas und mit Lehm gebaut. Finde ich auf jeden Fall Naja, sehr nice. Ist eine coole wenn du Kombination. geh mal Ja. hier hoch, dann siehst du das Dach richtig. Das mit den Pflanzen finde ich noch ein bisschen frech, ne? Dass du die gelassen hast und die sind trotzdem noch da. Cool. Ja, ich finde es einfach toll. Ne? Ah, und hier wieder eine Palme. Ja. Eine Palme integriert auf dem Repli oben, Digi. Geil. Okay. Warte mal, ich schaue mir das Dach noch mal an. Leute, schaut euch mal das Dach wieder an, ne? Also, sehr cool gemacht. Eben nochmals, sie hat jetzt nicht auch hier wieder nicht komplett rund gebaut mit Dreieck und den normalen, mit den normalen, also ne, Vierecksfundamenten gearbeitet oder Dächer. Kann man auf jeden Fall was Geiles zaubern. Finde ich geil. Finde ich sehr geil. Okay. So, dann gehen wir mal runter. Dann geht's runter. Jawohl, ich bin mit dir. Zack, da bin ich schon. Und jetzt gehen wir mal zu meinem Lieblingshaus. Dein Lieblingshaus, oh, da bin ich aber gespannt, weil die zwei Komplexe haben mich schon ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Ach, da ja, das ist halt Oma-Style, ne? Ja, Leute, vergesst nicht, ne? Sie ist 69 Jahre alt. Also, ne? Ich hoffe, ihr werdet auch mal so alt und zockt noch ein bisschen arg und habt's noch so ein bisschen drauf mitbauen wie sie gerade hier. Also, das ist echt schon. Ja. So, voilà. Aha, okay, das ist jetzt hier quasi dein Mein botanisches botanischer Reich. Garten, ja. Geil. Schön gemacht, schön gemacht. Hast halt noch mit den alten Beeten gearbeitet, jetzt nicht mit den neuen von Gen 2, sondern du hast halt jetzt noch die alten Beete hier Ja. einfließen lassen. Finde ich fast ein bisschen schöner, passt besser zu der Lehm- und Glas-Kombination auf jeden Fall. Und hier nochmal wieder natürlich sehr schön das Dach und oben drinne ein schönes Artefakt auf jeden Fall. Wir werden die ganze Base noch kurz von außen anschauen, Leute. Und dann könnt ihr am Schluss dann wirklich nochmal eure Beurteilung abgeben. Also nochmal 10 von 10 ist das Beste, ne? So. So, jetzt kommt der Rest. Jetzt geht's noch weiter. Meine Güte, ich Es dachte, es gibt ist mir schon ja, das fertig. ist jetzt nur ein kleiner Rest. Also, Okay, ich bin gespannt. Ich halt, bin. willst du die Treppe runter oder willst du hüpfen? Ich führe mich durch. Wie gesagt, ich Okay, komm, bin dir dann immer auf hüpfen den wir. Fersen. Dann hüpfen wir mal. Okay, dann hüpfen wir mal runter hier. Juhu! Ich bin Und da. hier habe ich meine Tierchen stehen. Alles klar, okay. Also hier hast du quasi so deine Dino-Park-Zone, wo du die Tiere hinstellst auf jeden Fall. Ja. Coole Sache. Ja, schön klein abgetrennt hier, nicht zu groß. Was ist das hier? Ist das die Brutstation oder ist das einfach für die Eulen Podest, wo du gemeint Podest, ne? Nee, das ist die Dödis, die backen doch manchmal im Boden fest, Ach wenn die Babys kriegen. so, ach Und so. hier können sie durchfallen Und dann und kannst du dann sie bleiben hier. die hier, genau, dann bleiben die auf dem Fundament und ich kann Cool. sie aufsammeln. Cool gemacht. Ne? Okay. Ja, dann würde ich Das mir das Ganze. war's. Das war's, okay. Ja, Ja. da schaue ich mir das Auch nochmal. nicht viel. Ja, da schaue ich mir das auf jeden Fall. Ja, da schaue ich mir das nochmal von außen an. Moin! Moin, Vasisa! Wie geht's dir? Hoffe, du genießt die Ferien ein bisschen, ne? Rainbow ist noch hier im Livestream, auch noch gekommen kurz. Ja, Ui. gut. Also, Hi. Leute, ich schaue mir das nochmal von außen an, okay, Leute? Da könnt ihr dann am Schluss eigentlich quasi eure Beurteilung abgeben. Ne?
Ich würde sagen, ich beginne mal wieder beim Tepe. Nee, also da, wo ich empfangen worden bin. Ja, beim Tepe hier. Ne? Also hier war ja das ist ja der kleine Komplex da. Ne? Ja, ich habe halt Es gern alles beieinander. ich finde es Ich cool. bin total zusammen. Es sieht cool aus also von außen jetzt auch. Ne? Also ihr seht den Halbkuchen, wie sie da angefangen hat. Und dann hat sie es weitergezogen. Nach hinten. Dann gehen wir natürlich hier weiter. Da hat sie die Industrieschmelze versteckt im Gebäude. Auch sehr, sehr elegant gemacht hier oben das Dach, Leute. Schön, schön abgerundete Sache. Und hier quasi dann eben unten, wo der Repli drin ist. Auch ein sehr, sehr schöner Komplex. Also gefällt mir sehr mit den Spitzen auch nach außen gearbeitet. Finde ich auf jeden Fall cool. Alles klar, Rainbow, mach das. Kein Ding, kein Ding. Kommt alles noch auf YouTube. Kannst du da noch mal ein bisschen deine Bewertung abgeben, klar. So, das war jetzt noch mal von unten. Jetzt gehen wir noch mal zum Botanischen Garten nach oben. Ist auch sehr klein, fein. Natürlich mit dem Artefakt oben drinne. Dann natürlich auch geil gemacht hier mit den Treppen, ne? Hier die Treppen nach unten, zack, 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 nach unten. Dass sie dann auch quasi da nach vorne kommt zu den anderen Komplexen. Und hinten hat sie ja eben, da ist halt einfach noch der Abstellplatz für die Dinos, sagen wir es mal so, ne? Ja, also mir gefällt's. Ich finde es nicht zu viel und nicht zu wenig. Ganz ehrlich. Also strukturentechnisch auch sehr cool, eben nochmal kombiniert Lehm mit Glas. Wobei hier hat sie noch ein paar Metallgeländer genommen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Danke. Steven sagt schon mal top. Ja, Steven, top. Was heißt top? Gib eine Bewertung. Also 10 von 10 ist das Beste. Du gibst eine 9. Okay, Steven gibt dir eine 9 auf jeden Fall. Das ist doch schon mal, Dankeschön, Steven. ja, es ist Ehrensache. 9, 9, ist sehr akzeptabel, muss ich auch sagen. 9, 9 ist auf jeden Fall sehr akzeptabel. Was sagen die anderen, die hier im Stream sind? Mulex gibt eine 9. Ehrenmann, Ehrenmann, Ui. Mulex. Cooler Typ, geile Socke. Okay. Danke. Du hast schon zwei Leute, die eine 9 geben. Was geben die Das anderen ist noch, ja die hier toll. sind? Das ist ja toll. Hätte nicht gedacht. Ja, das ist auch meine Meinung, Stevie. Es ist klein, kompakt, es ist nicht zu viel, schlicht gehalten. Das Einzigste, wie gesagt, so, ich werde meine Beurteilung auch noch gleich abgeben, auf jeden Fall. Das Einzigste, was halt mir so ein bisschen hier noch fehlt, ne? Jetzt, wenn wir durch die Räume gegangen sind und das Ganze angeschaut haben, ist für meinen Geschmack, was mir noch so ein bisschen einfach gefehlt hat, ist mit der Deko. Also jetzt, was die Tiere betreffen, ne? Mit den Podesten und so. Ansonsten, es ist natürlich auch sehr schwierig, weil sie hat auch nicht so viel Platz für die ganzen Sachen. Stevie sagt auch, bisschen mehr Deko und so, Spielereien. Das ist eben auch meine Meinung. Für mich persönlich, wenn du da noch ein bisschen mehr gemacht hättest, hättest du von mir auf jeden Fall eine 10 von 10 bekommen, weil diese Komplexe, wie du es gemacht hast, ne, klein mit den Spitzdächern, rund und so, finde ich auf jeden Fall nice. Danke. Stevie sagt auch da eine klare 10. Also von mir kriegst du eine 9. 9 von 10 auch von mir, auf jeden Fall. Weil es ist, ihr müsst schon auch, man muss noch hinter die Kulissen schauen, es ist sehr viel Arbeit. Ihr müsst auch überlegen, das Lehm bei uns auf dem Server, das hast du nicht so schnell einfach zusammengeformt. Also das braucht ja auch noch seine Zeit und so weiter. Aber es ist halt, wie gesagt, mir fehlt auch noch ein bisschen mehr Deko. Ansonsten, eben. Ich bin dann gespannt, wie gesagt, du hast ja noch eine Base dann auf Gen 2.
Und du bist ja noch auf Ragnarok, ne? Da bin ich dann auch noch mal gespannt, was ihr da. Auf Falguero auch. Auf Valgo hast du auch noch eine, stimmt. Die muss ich mir dann auch noch anschauen, aber das schauen Die wir ja ist dann. noch nicht fertig eingerichtet. Richtig, das eben wollte ich gerade sagen. Wenn du fertig bist, dann machen wir wieder auf jeden Fall eine Besichtigung bei dir. Also Leute, nochmal vielen Dank, dass ihr hier da wart. Burning Fox, wir treffen uns nochmal hier unten bei dir beim Teleporter. Ja. Moment. So. Ich So, nicht. dann würde ich sagen, Burning Fox, willst du noch jemand grüßen? Ja, ich Vom grüße Cluster. alle Zocker. Ich grüße alle Zocker. Habt ganz, ganz viel Spaß und ich freue mich auf eure Bauwerke. Coole Sache, finde ich eine coole Ansage. Hat jetzt bis jetzt noch keiner gemacht von denen, die ich jetzt mir angeschaut habe. Na, auf jeden Fall. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Burning Fox, dass ich bei dir jetzt noch so spontan montan vorbeischauen durfte. Und ja, von meiner Seite her, Leute, die es jetzt verpasst haben, das später noch auf YouTube sehen, gebt unten eure Bewertung ab. Nochmal, Stevie hat eine 10 gegeben, nee, Stevie hat eine 9 Eine gegeben, 9. Mulex hat eine 9 gegeben, ich habe eine 9 gegeben. Vielleicht gebt ihr, Super. vielleicht gibt auch jemand mal noch eine 10 oder so, keine Ahnung. Aber für mich ist es Am halt so, die Deko hat mir noch ein bisschen mehr gefehlt, aber sonst, ey, 1A Klasse gebaut, muss man jetzt einfach mal sagen. Danke. Ne? Aber Und 10 ist es nicht. ja, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Bauen ist eine Geschmackssache. Das ist so, Leute. Nein, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an die Leute, die jetzt noch kurz in den Livestream gekommen sind und hier auch ne, kurz zugeschaut haben, mitgemacht haben, ihre Bewertung abgegeben haben. Und Burning Fox, du darfst schon mal abwinken. Winge, winge. Viel Spaß allen. Ja, und ich sag auch ciao, wir sind jetzt raus. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Es kommen noch mehrere Base-Besichtigungen und alles, was ihr verpasst habt, einfach auf YouTube, Deluxe, Twitch. Hasselt da rein. Schaut euch alle Basen an, kommentiert. Es freut nicht nur mich, es freut auch die Leute, die hier gebaut haben. Es ist immer wieder ein Feedback für die Leute. Und ich würde sagen, bleibt gesund, kommt gut durch den Rest der Woche. Und Stevie, dir wünsche ich ganz, ganz gute Besserung. Vielleicht Ja, hören wir von uns ja mir später auch. noch mal kurz in der Party, ne, wie du ja gesagt hast. Und wir sind auf jeden Fall raus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Peace. Ciao, ciao.